Hallo Kawaze-Freunde auf Kawaze-TV, heute mit einem traditionellen Wing Chun-Video für euch da. Thema Gamsau-Übung, wir kennen es aus den Schülerprogrammen, wo man die Gleichzeitigkeit mit Gamsau übt und genauso auch vorkommend im Holzpuppen Chisau. Und heute machen wir uns eine kleine Mischung an. Und ja, bevor das Video beginnt, nicht vergessen, Kanal abonnieren, aktiviert die Glocke für die neuesten Aktivitäten und haut viele, viele Likes drauf. Und in der Beschreibung findet ihr auch meine anderen Social Media Seiten wie Instagram hier eingeblendet, Facebook, Twitter und Twitch. Und ja, lasst uns starten und schauen mal, wie es ist. Und wir sehen uns gleich wieder. So, wir beginnen jetzt mit der Übung, zwar jetzt in der traditionellen Variante, weil das soll auch ein traditionelles Wing Chun Video werden. Also, wir haben jetzt kein MMA-Mix drinnen, sondern ein reines Wing Chun Video. Und wir nehmen die Vorkampfstellung auch wie gewohnt jetzt hier im Busa Mansau. Ich nehme für die Übung jetzt, er hat jetzt die rechte Seite vor, ich nehme jetzt die linke Seite vor, damit ich auch hier meinen Gamsau ansetzen kann. Natürlich geht es auch umgekehrt, aber hier seht ihr einfach von der Perspektive viel besser. Das heißt, ich gehe hier vor, mache hier meinen Vorstoß, der Gamsau wird hier quasi durchgesteckt und ich habe hier Vorstoß und kann dann hier mit einem quasi so wie ein Flaschenzug nach unten nach oben ziehen, kann hier Kettenvorstöße machen und die Übung somit mal beginnen. Das heißt, das Ganze nochmal ohne Abwehr. Das heißt, ich stelle mich vorne hin, schiebe nach vorne. Wichtig ist jetzt, wenn so mit dem Bein das Gewicht quasi auf einen Punkt geht und jetzt mit dem nicht raus ausholen, sondern direkt nach vorne schieben, hier rüber und dann runter drücken in den richtigen Moment, gleichzeitig den Vorstoß geben, dann seid ihr an der Brust. Hochziehen und 1, 2, 3, 4 nochmal. So, wenn der Partner jetzt hier die Wusa quasi vorschiebt, dann haben wir hier einen Vorschussansatz. Dadurch, dass ich jetzt nicht den Ellbogen gebe, weil sonst könnte er mir einen Vorstoß unten geben, bleibe ich mit dem Ellbogen unten, mache ich einen Schrittwechsel rüber und komme hier mit der Übung nach unten an und hier zur Schulter mit einem Druck und kann mit Kettenvorstößen noch immer nachsetzen. Das heißt, aus der traditionellen Wing Chun machen wir dann eine Zirkelschrittarbeit und stellen uns halt auf eine Linie hin, damit die Idee eben da ist, dass man eben auf einer Linie die Körpermasse nach vorne schiebt wie ein Zug, wo man halt viel mehr Masse reinkriegt. Schauen wir uns das mal an, das heißt, hier vorschieben, unten ist komplett durchgestreckt, oben ist halt, bleibt der Winkel drin und aus der Position jetzt mal Schrittwechsel rüber, ansetzen und nachsetzen. Ein drittes Mal nochmal, stellen uns hin, 1, 2, raus, rangehen, Kettenvorstöße nachsetzen. Ja, das war die Übung. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran gehabt und wir sehen uns im Outro.
Ja, das war's mit der Übung. Ich habe gesehen, die Variation aus dem Frontalbereich, wenn wir die Wuso am Mansa vorne halten und dann anschließend, wenn der Partner eben einen Konter gibt, wie man dann eben zur Seite, zur Flanke gehen kann und von dort aus die Übung weitermacht. Und das Ganze natürlich ist eine fortgeschrittene Übung, da sollte schon zwei dran gehen, die sich auch auskennen mit den Wing Chun Grundelementen. Und ja, das war's auch schon mit dem Video. Nicht vergessen, Kanal abonnieren und laut viele, viele Likes drauf. Aktiviert die Glocke für die neuesten Aktivitäten. Ich mache immer wieder auch verschiedene andere Sachen, Reaction-Videos oder Cinema-Trailer-Reaction oder Gaming-Bereich. Und ihr könnt mir auch im Kommentarbereich auch eure Ideen gerne zuschicken. Und vielleicht machen wir da mal ein Video. Könnte auch ein Lehrvideo sein, aber auch was anderes. Wenn ihr wollt, könnt ihr es genauso aus der Playlist. Schaut mal an, was alles drauf ist. Ja, in der Beschreibung habe ich gesagt, da ist eben viele, viele Informationen noch zusätzlich drin. Nicht vergessen, dranbleiben. Danke fürs Zusehen und Peace.